Käse, Kummer sagte Servus, Mädels. Sag ich, ja, genau. Das hab ich jetzt gebraucht, auf das hab ich jetzt gewartet. Beim S vom Servus hab ich schon gemerkt, dass du viel zu hohe Erwartungen hast, die ich gar nicht bereit bin zu erfüllen. Sag, was willst du? Was willst du? Verkehr. Wahrscheinlich, ja, schon klar, Verkehr. Dann bist du gleich bei mir einziehen, mit deinen ganzen Hosen, deine Sockerl, deine Klapperl, deine ganzen CDs, eine Meter Chris de Berg CDs, dann wahrscheinlich Verlobung, ja, Verlobung auch mal wieder, ja, mit Ring und Klumpo, tralala, danach Hochzeit, ja, mit der Verwandtschaft, mit Brogoda, mit der mega super duper Showband, die zwei lustigen drei Spitzbuben, Brüller. Nach der Hochzeit presse ich zwei Kinder raus, als erstes kommt der Bub, der heißt dann Cassius Clay, weil du bist ja so ein großer Muhammad Ali-Fan, mit zweiten Namen heißt der Horst, nach dem Opa, also heißt das arme Kind Cassius Clay Horst Greitmeier. Danach kommt der Mädel, schon klar, das muss dann Chelsea heißen, weil es muss auch mit C anfangen wie der Bub, schon klar, mit zweiten Namen heißt sie Magdalena, nach der Oma, also heißt das arme Mädel Chelsea Magdalena Greitmeier. Nach der Geburt von den zwei Ablegern bleib ich natürlich daheim, schon klar. Du musst heraus zum Bären fangen, in dein IT-Unternehmen, wo du den ganzen Tag in irgendwelche Meetings sagst. Ja, immer ein Meeting, 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 Meeting. Wenn du dir gerade die Fotze bei Dame schnackselst, die heißt dann Iris, weil da ist plötzlich der Name Wursch. Bei der Scheidung krieg ich das niedrige Energiehaus, du noch ein Kind mit der Iris. Das heißt dann Florian, weil plötzlich bist du draufgekommen, dass ein normaler Name für ein Kind vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Und ich hab da mit Cassius Clay und mit der Chelsea.